Offensichtlich hatte ich einige Dinge falsch eingeschätzt. Trotz meines vierstelligen IQs muss mir was entgangen sein. Ich stehe hier in einem Bademantel in einem Keller und esse ein Glas Marmite. Wie bin ich hierher gekommen? Fangen wir beim Anfang an. Die Droge Modafinil wurde von vielen als die Real-Life-Limitless-Droge NCT bezeichnet. Also der hammergeile Film, wo Bradley Cooper eine Intelligenz-Boost-Droge nimmt und dann so schlau wird, dass der Filmton von gräulich auf orange umstimmt und er innerhalb von wenigen Tagen Millionär wird. Ich habe diese Droge getestet, um euch zu berichten, ob ich durch sie auch zu einem Superbrain werde. Wow, der Filmton ist auf orange. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Werde ich am Ende des Videos auch so schlau sein, dass ich am Rand eines Hochhausbalkons balanciere? Bevor meinem Urteil möchte ich natürlich wie immer darauf hinweisen, dass beim Konsum von Drogen wie Modafinil eine Reihe an potenziellen Nebenwirkungen auftreten können, weshalb ich euch vom Konsum prinzipiell abrate. Und wo wir gerade schon bei Nebenwirkungen sind, was ich bei Modafinil besonders ansprechend fand, war, dass, wenn man sich da die Erfahrungsberichte durchliest, sehr viele behaupten, dass sie da so gut wie keinerlei Nebenwirkungen hatten. Das soll jetzt nicht verherrlichend wirken, aber es ist einfach ein Fakt, dass man da viel weniger über Nebenwirkungen liest als bei anderen leistungssteigernden Drogen wie Ritalin. Es ist eine Droge, die noch nicht so lange im Umlauf ist, wo man noch nicht genau weiß, wie sie wirkt, bis auf, dass sie die Konzentration der Botenstoffe Dopamin, Noradrenalin und Serotonin erhöht. Modafinil ist eigentlich eine Droge gegen Narkolepsie und fällt in Deutschland nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, sondern unter das Arzneimittelgesetz. Das heißt, man kann es mit einem normalen Rezept beim Arzt verschrieben bekommen. Ebenfalls interessant ist, dass Modafinil nicht wie die meisten anderen bekannten Stimulantien irgendwie mit Amphetamin verwandt ist. Eine mysteriöse Droge, die viele in den Himmel loben und einen zu einer Leistungsmaschine machen, ohne nennenswerte Nebenwirkungen? Meine Erwartungen waren hoch. Modafinil kommt in 200 Milligramm Pillen. Da viele schon von eindeutigen Effekten ab einer Dosis von 50 Milligramm berichten, nahm ich vorbildlich erstmal nur eine Viertelpille. Bei neuen Drogen immer sehr langsam rantasten, liebe 9B. Da ich nach 50 Milligramm keine so eindeutige Wirkung festmachen konnte, nahm ich ein Jahr später 100 Milligramm. Ja, es war wirklich mindestens ein Jahr später. Ich hatte den Test von der Droge dann irgendwie direkt aus den Augen verloren. Nach den 100 Milligramm, die ich am späten Nachmittag einnahm, merkte ich schon ein paar kleine Veränderungen. Kurz nach der Einnahme bin ich mit einem Kumpel in ein Restaurant essen gefahren. Und das Essen schmeckte auf dieser Substanz herausragend köstlich. Ungefähr so eine Geschmacksintensivierung, wie man sie von Weed kennt. Eine weitere Gemeinsamkeit mit Weed war eine leicht stimmungsaufhellende, euphorische Wirkung. Aber wirklich nur ganz leicht. Doch was wäre ein Superbrain-Drogentest ohne ein Experiment, in dem ich die Droge auf die Probe stelle und meine Leistungen mit dem nüchternen Zustand vergleiche? Die geilste Methode, sowas zu testen, ist mit dem hammergeilen VR-Game Beat Saber im Expert-Mode. I had the idea first, Adam. Bei den zwei Runden, die ich vorher nüchtern gespielt habe, erreichte ich eine Höchstpunktzahl von 70.000. Auf Modafinil erreiche ich dann bei zwei Runden eine Höchstpunktzahl von über 100.000. Das macht eine Leistungssteigerung von über 40%. Am Schluss sage ich was dazu, warum diese Änderung weniger krass ist, als es sich anhört. Als anderen Test las ich nüchtern und auf Modafinil jeweils eine zufällige Seite vom selben Buch. Ja, jetzt nicht so wissenschaftlich, weil die Seiten vermutlich nicht die gleiche Anzahl von Wörtern haben, aber grob sollte das schon passen. Nüchtern brauchte ich ca. 120 Sekunden und auf Modafinil ca. 90, was eine Leistungssteigerung von ca. 30% ausmacht. Ich zählte auch, wie oft ich mich verlas und da gab es interessanterweise keinen wirklichen Unterschied zwischen nüchtern und auf Modafinil. Noch interessanter ist aber die Tatsache, dass ich mir auf Modafinil langsamer vorkam als nüchtern und ich dachte auch, dass ich mich öfter verlesen hatte, obwohl dem nicht so war. Scheiße, Mann. Das kam mir jetzt viel schlechter vor. Bei Beat Saber war das ähnlich. Während des Spielens kam ich mir nicht besser vor. Fun Fact, bei diesem Video von Julian Bam war ich auf Modafinil. PS, ich hatte eine alternative Variante von der Szene gefilmt, wo ein Hund den Flieger isst, welche Julian aber leider nicht verwendete. Du Wichser!
Trotz diesen scheinbar eindeutigen Leistungssteigerungen war ich mit der Wirkung dieser Droge nicht so zufrieden, denn im Grunde fühlte ich mich eigentlich noch relativ normal. Ich hatte erhofft, in einen krassen Hyperfokus-Zustand zu gelangen, so ein bestimmtes Gefühl, wo man sagen kann, nice, das ist die Droge, so fühlt sich die Droge an. Daher nahm ich an einem anderen Tag die ganze Pille, also 200 Milligramm. Wie bei den 100 Milligramm schmeckte mir Essen herausragend lecker. Obwohl bei den Nebenwirkungen von Modafinil ein vermindertes Hungergefühl aufgelistet wird, kam es mir so vor, als würde die Droge mein Hungergefühl steigern. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Drogen reagieren. So, mal schauen, ob ich heute in allem effektiver arbeite. Erstmal duschen. Puh, so, jetzt habe ich mich geduscht. Ich spüre so ein bisschen so den Aktivitätendrang. Deswegen räume ich jetzt auf. Das ist jetzt eine Aktivität, auf die ich im Ehrlichsein gerade richtig Bock habe, was eigentlich schon eine ziemliche Ausnahme ist. Time to clean up. Müde bin ich jedenfalls kein Stück mehr. Vorher war ich so müde, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt lege ich mich vielleicht kurz für eine Stunde hin, weil ich wirklich so müde bin. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, ich nehme lieber Drogen. Bitte macht es nicht zu Hause nach dieser Logik. Also ich würde das auch im Normalfall nie machen, dass ich irgendwie Drogen nehme, um mich wach zu halten. Außer wenn es, keine Ahnung, irgendein Festival ist oder irgendwie partymäßig, aber so im Alltag würde ich das nie machen, aber ich mache es halt jetzt eben nur für das Video, damit ich diesen Aspekt der Droge testen kann. Auch auf 200 Milligramm spielte ich eine Runde Beat Saber, wo ich bei zwei Runden den Höchstscore von 115.000 erzielte. Doch auf den 200 Milligramm war ich nochmal viel mehr davon besessen, dieses Spiel perfekt zu meistern. Ich war danach so lange unter der Brille, bis ich jeden einzelnen Song ohne die No-Fail-Funktion auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe komplett durchspielen konnte. Davor konnte ich das nicht mal beim leichtesten Song. Lag das an der Droge oder daran, dass dieses Game und VR im Allgemeinen einfach nur verfickt geil ist? Addet mich gerne auf Oculus, ich spiele da regelmäßig mit Zuschauern Echo VR. Affiliate Kauflink zu meiner Lieblings-VR-Brille in der Videobeschreibung. Eine Sache, die sich bei den 200 Milligramm deutlich mehr bemerkbar machte, war die Ungeduld, die Modafinil erzeugt. Also nicht falsch verstehen, alles in allem war ich sehr positiv gelaunt, aber ich hatte die ganze Zeit so schnell, schnell, schnell Gedanken im Kopf. E-Mails beantworten. Schnell, schnell, schnell die nächste. Wie lange brauche ich denn bitte gerade für diese E-Mail? Wenn ich einen Song bei Beat selber nicht schaffte. Schnell, schnell, schnell nochmal. Im Internet wird einem teilweise empfohlen, das Modafinil direkt in der Früh zu nehmen, weil die Wirkung bis zu 12 Stunden anhalten kann und manche dann nicht zur gewohnten Zeit einschlafen können. Aus dem Grund nahm ich die Pille immer absichtlich erst, wenn ich schon mehrere Stunden wach war, damit ich schauen kann, inwiefern das Zeug einen wach hält. Allerdings konnte ich völlig normal einschlafen, wie an den anderen Tagen auch. Selbst bei den 200 Milligramm hatte ich nicht diesen Wow-Effekt, den ich mir erhofft hatte. Ich denke, dass ich mir die Erwartungen auch etwas zu hoch gestellt habe, denn es steht überall dabei, dass die Wirkung eher subtil ist. Bei anderen Stimulantien merkt man diesen eindeutig wachmachenden, beinahe augenaufreißenden Hyperfokus-Effekt. Bei Moda merkte ich sowas nicht. Vermutlich gibt es einige, die es feiern, dass die Wirkung eher unterschwellig ist, dass man eigentlich so ist wie normal mit einer leicht leistungssteigernden Wirkung, aber ich habe es schon lieber, wenn man die Note der Droge besser festmachen kann. In meinen Augen ist die Droge in dieser Hinsicht ein bisschen mit Koffein zu vergleichen. Da hat man ja auch bei Experimenten festgestellt, dass Koffein die Leistung leicht steigern kann und trotzdem fühlen die meisten Menschen sich nach einer Tasse Kaffee im Grunde normal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer 2 bis 3 Tage nach der Einnahme minimal müder war. Jedenfalls waren die Nebenwirkungen, falls es welche gab, mindestens genauso subtil wie die Wirkung der Droge. Habe sie jetzt allerdings nicht so oft genommen, mit der Zeit würden sich da bestimmt welche bemerkbar machen. Die Europäische Arzneimittelagentur hat 2011 außerdem das Nutzen-Risikoverhältnis von der Droge als nicht günstig eingestuft. Also seid vorsichtig. Dann noch eine wichtige Ergänzung zu den vermeintlich leistungssteigernden Effekten, die ich hier bei dem Video feststellen konnte. 40% hört sich ja eigentlich richtig viel an, aber man muss bedenken, dass jedes Mal, wenn man so ein Spiel spielt, man ja automatisch durch die Übung besser wird.
Daher habe ich nach den 200 Milligramm es nochmal nüchtern probiert, wo ich bei 2 Runden den Höchstscore von 100.000 erreichte. Zur Erinnerung, auf 200 Milligramm Modafinil waren es 115.000. Also es scheint schon eine Leistungssteigerung zu geben, aber diese ist weit von 40% entfernt. Um es wissenschaftlich wirklich 100% korrekt zu machen, müsste ich natürlich doppelblind Versuche mit Placebos machen. Aber damit ich solche aufwendige Videos machen kann, müsst ihr mehr in meinem Shop kaufen. Zum Glück gibt es Menschen, die schon Forschungen in die Richtung gemacht haben. Bei den Studien fand man heraus, dass Modafinil im Gegensatz zur Limitless-Droge nicht alle Gehirnfunktionen verbessert. In Sachen Kreativität, Arbeitsgedächtnis, Multitasking gab es keine nennenswerte Leistungssteigerungen. Sehr wohl aber in den Bereichen Aufmerksamkeit, Lern- und Merkfähigkeit und schließlich Exekutivfunktionen, worunter auch das Spiel Beat Saber fallen würde. Dürfte. Falls ihr schon Erfahrungen mit Modafinil habt, haut es in die Kommentare. Obwohl, ich will hier nicht ausschließend und diskriminierend sein. Schreibt auch eure Modafinil-Erfahrungen in die Kommentare, wenn ihr keine hattet. Alle, die keine Erfahrungen haben, erfinden am besten eine aufregende Erfahrung und posten das mit dem Hashtag Modafinil not real. Hä? Ich weiß noch immer nicht, wie ich hierher kam. Irgendwie habe ich keine Ahnung. Es muss definitiv was damit zu tun haben, dass ein kiffender Elon Musk meinen Superbrain haben wollte. Oder mit den Stelzen mit Zeitreisefunktionen. Haben wir schon die 10 Minuten?